Martin, hast du die Kerzen eingepackt? Ja, die habe ich mitgebracht, ja. Sehr gut. Die Rattenschwänze? Ja, auf jeden Fall auch, habe ich, ja. Die waren schwierig zu bekommen, aber ich habe sie bekommen. Ja. Und die Krähenfüße? Ach, oh, ich wusste, ich habe was vergessen. Magisch. Super magisch. Ich meine, wo würde man auch Krähenfüße herbekommen? Wo würdet ihr hingehen, um Krähenfüße zu bekommen? Bei welchem Laden, Exquisitladen, Feinkostladen, welchem Biomarkt? Hexenbedarf. Dieser. Ja. Herzlich willkommen. Hallo bei eurem zauberhaften Filmmagazin, bei eurem Supply für allen möglichen Grusel und Hokuspokus heute. Und zumindest. Okkultem. Okkultes haben wir auch auf Lager. Und heute geht es auch wieder um Geschwister, wie in der vergangenen Folge, als wir über die Kaulitz gesprochen haben, die ja eine Doku-Serie bzw. eine Reality-Serie rausgebracht haben auf Netflix. Darum soll es heute nicht gehen. Könnt ihr euch ja anhören. Schön, dass ihr da seid erstmal. Auf jeden Fall. So, wir sind? Also ich bin der Martin. Und ich bin der Lukas. Und wir sprechen einmal in der Woche über Film und Fernsehen. Gerne aktuell, wenn wir was gesehen haben. Des Öfteren auch gerne mal in die Vergangenheit geblickt. Auch heute wieder geht es etwas zurück. Aber es gibt einen aktuellen Anlass, der zwar nicht schön ist, aber zumindest aktuell ist. Weswegen wir uns dann nochmal in eine magische Welt begeben haben. Zumindest für die erste Folge einer Serie, die wir nochmal besprechen wollen. Wir auch ein bisschen Nostalgie wird es, glaube ich, auch. Ich wollte auch gerade sagen, nicht nur in die Vergangenheit von einer Serie, sondern vor allem auch in unsere Kindheit irgendwie so ein bisschen. Auf jeden Fall. Also in meine zumindest. Und ich habe schon gehört, in deiner auch. Denn das ist richtig. An der Serie sind wenige damals vorbeigekommen. Du hast schon gesagt, es ist ein trauriger Anlass, der aber uns dazu veranlasst hat, da nochmal reinzuschauen. Und ich habe mich auch wieder sehr, sehr wohl gefühlt, diese Serie zu schauen, um das mal kurz schon vielleicht vorwegzunehmen. Es geht um Charmed, zauberhafte Hexen. Und der traurige Anlass ist eben, dass eine der Startcharaktere, die nicht die ganze Zeit dabei war, aber Starthauptcharaktere von den drei Hauptcharakteren, die Schauspielerin Shannon Doherty, jetzt kürzlich verstorben ist, schon 2015, glaube ich, Brustkrebs bekommen und dann erst besiegt und 2020 dann unheilbar zurückgekehrt und jetzt eben leider gestorben. Was man da gemerkt hat, fand ich, war, dass es einige Menschen gab, die mit ihr und natürlich auch mit ihrer Arbeit sehr viel verbinden und sehr viel Jugend verbinden. Ich glaube, bei uns, sie ist ja sehr bekannt geworden, auch vor allem aus Beverly Hills oder in Beverly Hills 90210, Teenie. Hast du diese Serie jemals gesehen? Nein, das wollte ich gerade sagen, die war sehr, sehr wichtig und sehr einprägsam. Aber ich glaube, dadurch, dass sie eben 1990 anlief und dann irgendwie bis 2000, bis 1994 oder so lief, wo wir ja dann erst quasi später geboren worden sind, hat die gar nicht so richtig Auswirkungen auf uns gehabt. Wir haben Shannon Doherty durch die Serie, in der sie danach gespielt hat, auch sehr erfolgreiche Serie, kennengelernt. Und zwar Charmed, zauberhafte Hexen. Um die soll es heute auch gehen. Genau, ich habe auch das Gefühl, dass, es ist wirklich auch nur eine gefühlte, aber zumindest so in der Mediendiskussion ist zum Beispiel das Medien aus den USA haben vor allen Dingen dann gesagt, sie ist aus Beverly Hills bekannt. Ja. Und Medien aus Deutschland haben vor allen Dingen gesagt, sie ist aus Charmed bekannt. Da merkt man dann, glaube ich, dann vielleicht den Unterschied, dass vielleicht Beverly Hills jetzt nicht, also es lief auch in Deutschland die Serie, aber ich glaube, war ja nicht ganz so groß wie die Charmed. So ein bisschen ähnlich wie bei den Arthur-Darsteller aus King of Queens. Der Stiller, also der Vater von Ben Stiller, ich hatte jetzt seinen Vornamen nicht mehr eingefallen, aber Stiller auf jeden Fall auch mit Nachnamen. Der wurde auch in den USA vor allen Dingen mit Seinfeld in Verbindung gebracht. Der war bekannter Nebensteller aus Seinfeld und halt bei uns in Deutschland war er halt ein bekannter Nebensteller aus King of Queens, deswegen ist manchmal auch so unterschiedlich. Obwohl jetzt amerikanische Produktionen sind wie die anderen sehr bekannt, der nicht, aber bei Shannon Doherty auf jeden Fall halt bei uns Charmed gewesen, über die wir mal sprechen wollen, weil das ein bisschen auch, wie gesagt, wie wir beide schon festgestellt haben, das haben wir in der Kindheit häufig gesehen. Wie ich dann auch feststellen musste, ich habe, glaube ich, als Kind nie die erste Folge gesehen. Das war mir tatsächlich unbekannt, weil ich habe tatsächlich, und da geht es dann auch kurz in der ersten Folge darum, wie denn überhaupt diese zauberhaften Hexen überhaupt ihre Fähigkeiten bekommen. Und ich kann mich zumindest gar nicht daran erinnern, dass ich das jemals gesehen hätte, wie die ihre Fähigkeiten bekommen. Es ist auch nicht jetzt so spektakulär, aber dass es vielleicht einem in Erinnerung bleibt. Aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, nie gesehen. Ich habe es tatsächlich, wie man als Kind früher immer gesehen, hat irgendwie alles geguckt,
was irgendwie im Fernsehen lief und dann auch Folgen kreuz und quer, die über Staffeln, die wurden ja auch nicht immer chronologisch veröffentlicht oder auch immer wieder wiederholt. Ja. Das heißt, man hat dann wirklich so einen Flickenteppich an Folgen gesehen, die schon irgendwie dadurch, dass wie die Serien aufgebaut waren, ging das auch. Die waren dann auch nicht so stringent oder haben einen großen Story-Arc erzählt, wie das heutige Serien ja gerne machen. Deswegen ist es einem auch nicht so aufgefallen. Aber ich glaube zudem, ich habe diese erste Folge nie gesehen. Man konnte das ja damals auch teilweise gar nicht jeden Tag dann gucken, ne? Mal war man irgendwie dann doch noch mal länger in der Schule oder im Hort oder irgendwas und dann hat man das eben verpasst. Ich glaube, es lief nachmittags bei ProSieben, habe ich das immer geschaut. Und tatsächlich hatte ich auch erst, also ich bin erst später eingestiegen, ist mir da wieder aufgefallen. Ich kannte die erste Folge zwar, als ich die jetzt noch mal geschaut habe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich die später mal irgendwann nachgeguckt habe, weil mich das interessiert hat. Und die habe ich damals tatsächlich nie gesehen, weil ich bin tatsächlich eingestiegen, als die Charakterin, Prue, also Prudence Halliwell, eine der drei Halliwell-Schwestern. Worum es geht, erzählen wir gleich noch für die, die es nicht wissen oder die nochmal erinnert werden wollen. Die ist ja dann später, die stirbt ja, glaube ich, am Ende der dritten Staffel. Riesenspoiler jetzt. Glaube, kann man machen. und ich bin dann tatsächlich schon erst eingestiegen, als die Paige, die Nachfolgerin, die von Rose McGowan gespielt wird, als die schon lange dabei war. Und ich fand das dann immer, als dann alte Folgen kamen, hat mich das immer irritiert und habe gedacht, wer ist das? Wer ist diese Schwester? So. Ja. Genau, also da gab es auch nochmal einen Wechsel, aber vielleicht fassen wir erstmal kurz zusammen die erste, wir wollen uns wirklich mal auf die erste Folge konzentrieren, denn es gab ja glaube ich 176 Folgen oder so, ne, 8 Staffeln, da ist eine Menge passiert. Da ist auch eine Menge Drama am Passieren gewesen, ne? Die mit dem und die gegeneinander und das sind jetzt die Bösen und das nächste Mal. Und damals war es ja auch so, also das ist ja so eine klassische TV-Programmierungssendung gewesen, das heißt pro Staffel auch 24 Folgen, 25 Folgen, sowas in der Größenordnung. Also da ist eine Menge Holz. Deswegen haben wir gesagt, komm, wir gucken uns wirklich die erste Folge nochmal an, gucken, wie hat das eigentlich alles angefangen mit Charmed. Und tatsächlich, sie hatten ja am Anfang noch gar keine Kräfte, wie du schon gesagt hast. Sie lernen ja erst selber, dass sie Kräfte haben, ganz zumindest in den Ansätzen. Sie lernen dann auch immer weiter im Laufe der Serie. Das ist so ein bisschen auch so das, was einen mit so am Laufen hält, die Story am Laufen hält. Diese Familiengeschichte, die diese Familie Halliwell offenbar hat. Aber wir lernen erstmal drei Schwestern kennen, die ganz normale Schwestern sind, die in San Francisco leben. Witzigerweise in Los Angeles gedreht. Das Haus steht auch in Los Angeles, aber die Serie spielt in San Francisco, wie man an vielen Außenaufnahmen sieht. Und die zwei von den beiden fangen auch alle immer mit P an. Das ist bei der Familie Halliwell offenbar so. Also und damit es auch verwirrender ist für uns, das nochmal zu rekapitulieren, wer nochmal wer war. Prue und Paige, also Shannon Doherty und Holly Mary Combs leben sozusagen in ihrem Familienhaus, also in dem Haus, das offenbar der Großmutter, die kürzlich verstorben ist, gehört hat, die ihre Wohnung aufgegeben haben, um dann dorthin zu ziehen. Das ist auch noch so ein bisschen altbacken eingerichtet, ist mir selbst für Ende der 90er ist es sehr altbacken eingerichtet. Alles, also jeder Schrank oder jeder Tisch hat wahrscheinlich ungefähr eine Tonne gewogen. Ja, genau. genau, 98 ging es los, haben wir glaube ich noch gar nicht gesagt, da ist die Serie der Erstausstrahlung. Und ihre, in der Serie, glaube ich, jüngste Schwester, aber ich glaube nicht, dass sie die jüngste von den Schauspielerinnen ist, Phoebe. Alyssa Milano kommt, sozusagen hat in New York gelebt eine ganze Zeit. Und da gab es offenbar auch irgendwas mit dem Vater, das wird nur so kurz angesprochen. Aber Prue und sie streiten sich auf jeden Fall, aber sie kommt zurück, weil sie ist pleite. Sie ist verschuldet, hat, glaube ich, auch ihren Job irgendwie verloren und jetzt zieht sie quasi dann mit in das Haus ihrer Schwestern. Prue passt das am Anfang nicht, aber ich sage mal so, das tritt alles ein kleines bisschen erstmal zumindest in den Hintergrund, denn übernatürliche Dinge passieren. Mhm. Denn es scheint sich eine uralte Prophezeiung in Erfüllung zu gehen, dass nämlich drei Schwestern zusammenkommen, wenn Vollmond ist und irgendwie auch ein großes Unwetter herrscht, dann ist es irgendwie jetzt der Zeitpunkt gekommen, wenn diese drei Schwestern zusammenkommen, wenn jetzt irgendwie erwachsen sind, dann werden sie irgendwie ihre Kräfte aktiviert, denn die Halliwell-Schwestern stammen wohl irgendwie von einer Hexe ab, von einer mächtigen Hexe, und jetzt werden quasi ihre Kräfte aktiviert. Da entdeckt nämlich die Phoebe ein Buch der Schatten, und dadurch wird dann quasi letztendlich diese Kräfteaktivierung geht dann los. Schon einen Tag später merken sie dann, irgendwas ist komisch geworden. Und es beginnt, man muss auch sagen, die Folge beginnt ja nicht damals, sondern beginnt tatsächlich mit einem Mord. Erinnert auch ein bisschen so an X-Faktor, so ein bisschen auch, weil es diese 90er-Jahre-Optik hat, ist nämlich schon, dass nämlich eine andere Hexe umgebracht wird von einem Warlock oder Hexenmeister,
sozusagen einem männlichen Hexer, der quasi um die Kräfte von Hexen zu bekommen, dann andere Hexen umbringt. Und dann ist natürlich auch dieser Hexenmeister natürlich, wird natürlich auch oft aufmerksam auf diese drei neuen Hexen. Und das ist sozusagen schon die erste Folge, dass man da reinkommt, die Charaktere erstmal so vorgestellt bekommt. Wie ist das überhaupt? Wie haben sie ihre Kräfte bekommen? Wie lernen sie damit umzugehen? Dann werden natürlich auch schon die ersten Liebeleien mit verschiedenen Männern auch vorgestellt und eingeführt, die dann auch im Laufe der Serie auch dann intensiver werden. Und das ist im Prinzip so die ersten 40, 45 Minuten. Andy zum Beispiel, der spätere, einer der späteren Hauptcharaktere und Pipers Mann später. Leo tritt interessanterweise, glaube ich, erst in der dritten Folge auf, also den gibt es da noch nicht. Stattdessen aber eine Ex-Liebelei bei Soon-to-be-Liebelei von Prue. Andy, ein Polizist, der auch ermittelt in diesem Fall der getöteten Frauen, beziehungsweise Hexen, wie wir dann lernen. Und man geht dann eben auf dem Dachboden so, der spielt ja dann auch noch eine wichtige Rolle, findet dort eben dieses Buch. An den konnte ich mich das hin auch ziemlich gut erinnern, also wo ich ihn das erste Mal wieder gesehen habe, weil da spielen sehr, sehr viele Szenen auf diesem Dachboden. Ja, da spielen sehr viele Szenen, da liegt auch immer das Buch der Schatten, so heißt auch die Folge in der deutschen Übersetzung. Das Buch der Schatten ist sozusagen das Vermächtnis der Familie Halliwell, das ist ein, ich habe auch mal gelesen oder in einem Behind the Scenes irgendwo gesehen, das ist ein echt, also echt vom Set-Design gemachtes Buch, das wiegt irgendwie 8 Kilo oder so und fast ausschließlich handgeschrieben, ne? Also das, was man da auch in der Serie sieht, das hat da jemand reingezeichnet, immer passend. Und das ist dort später dann, jetzt noch nicht, jetzt ist es ein normaler Dachboden, aber das ist dann später da oben auch auf so eine Art Altar, ne? Damit man da immer Zugriff hat. Und dann weiß ich noch genau, sind die ganz oft da hochgerannt und haben gesagt, wir müssen im Buch der Schatten nachgucken, welcher Feind das jetzt wieder ist. Also so Quell des Wissens, ne? Quell des Familienwissens, um zu gucken, okay, womit haben wir es jetzt zu tun? Wie können wir uns dagegen wehren? So, nichtsdestotrotz, das Leben, das normale, End-90er amerikanische Leben von drei jungen Frauen geht weiter, auch trotz Hexenkräfte erstmal. Und man muss gucken, dass man die Kräfte, die man jetzt erst entdeckt, ne, dass man damit irgendwie klarkommt, auch im Alltag. Ne, das war in der Serie dann später auch so. Immer wieder, dass es eben, entweder war es hinderlich oder es war förderlich. Manchmal hat es auch nur gestört, diese Hexenkräfte. Und in dem Fall entdecken sie es jetzt eben. Ne. Prue als Charakter will kündigen, hat auch so, wirklich so einen Arschloch-Chef, der so ein richtiger Gaslighting-Sack ist, der sie quasi um eine Position betrügt, würde ich mal sagen, und bei dem, sie entdeckt dann jetzt so telekinetische Fähigkeiten, also ist sehr stark, und bei dem läuft dann erst nur der Füller aus, nachdem sie wütend wird, aus im Hemd, und dann irgendwann zieht sich auch nochmal seine Krawatte zu. Ne? Piper kann die Zeit anhalten, mit so einer Bewegung, und dann friert immer das Bild ein. Es sieht manchmal besser, manchmal schlechter aus. Ja. Phoebe kann eben wenn sie bestimmte Berührungen hat und manchmal auch einfach so in die Zukunft schauen. Da hat sie dann so Visionen, schwarz-weißes, schnelle Snippets und so. Das merkt sie dann eben, indem sie zwei Skatern das Leben rettet. Genau, also sie entdecken dann langsam ihre Kräfte und bringen dann auch, und das ist auch kein Geheimnis, sie bringen dann diesen ersten Warlock, der sie bedroht, mit der Macht der drei zusammen zur Strecke. Und dann geht die Serie los. 43 Minuten oder 44 Minuten, erste Folge. Auch knackig dann erzählt, ne? Man muss schon drei Charaktere eigentlich groß einführen, mit ein bisschen Lore schon mal, die Kräfte bekommen, schon mal einen Bösewicht dann einführen, der auch schon direkt besiegt wird in den ersten 40 Minuten, also viel, viel zu tun. Was mir ja direkt auch aufgefallen ist, wo dann auch die Kräfte nochmal vorgestellt wurden und wir ja vor kurzem Madame Web uns angeschaut haben, wo wir uns auch sehr gefragt haben, dass so diese Kräfte von Madame Web ja irgendwie nichts mit dem Charakter zu tun hatten und dadurch, die sich auch so dysfunktional angefühlt haben. Und das tatsächlich hat Madame Web quasi die gleichen Fähigkeiten wie Phoebe. Deswegen hier schon mal ein schöner Vergleich. Ja, hast du recht. Und dann hier ist ein schöner Vergleich, wie Charmed es besser macht tatsächlich, vom Drehbuch her schon, von der Charakterzeichnung her, weil Phoebe ja direkt von Anfang an als eine rebellische Frau tatsächlich wird, die halt eben so durchs Leben lebt, Geldschulden hat, nicht so ein richtiges Ziel hat im Leben. Und sie wird dir gesagt, du hast keine Zukunft oder du musst mal an deiner Zukunft arbeiten, an einer Vision für dein Leben. Und da passt es natürlich perfekt, dass man in die Vision Zukunft hat. Schauen kann. Ja. Ne, das ist natürlich eine schöne Gestaltung und auch bei den anderen beiden Fähigkeiten. Also Piper, die
Zeit anhalten kann. Also da ist nur ganz kurz, sie ist ja Köchin auch oder Chefköchin. Das heißt, sie hat einen Job, wo es man ganz viel hin und her, ganz viel Stress hat und überall ja. gleichzeitig sein muss und man würde dann am liebsten die Zeit anhalten. Ja. Prudence ist ja so jemand, das so angedeutet, sie ist die älteste Schwester, das heißt, sie muss sich um alles kümmern. Sie musste sich auch schon in sehr, sehr jungen Jahren um die Familie kümmern, weil der Vater wohl sehr früh abgehauen ist. Das heißt, sie hat so die Familie zusammengehalten und da passt es vielleicht auch, dass sie halt telekinetische Fähigkeiten hat, wo man halt versucht, alle an sich ranzuziehen. So könnte ich jetzt zum Beispiel das deuten. Aber am deutlichsten ist es vielleicht bei Phoebe, wie da die Fähigkeiten zum Charakter passen oder dann schöne Ergänzung oder konträr dazustehen. Aber das ist natürlich schon eine interessante narrative Idee, wie man das reinbringen kann und weiter erzählen kann. Deswegen da schon merkt man schon deutlich besser erzählt als zum Beispiel Metal Map, was aber natürlich nicht besonders schwer ist mit der Konkurrenz, aber trotzdem schön also oder interessant zu sehen, dass man hier einen Charakter hat mit den gleichen Fähigkeiten, aber wie man ihn unterschiedlich interpretieren kann. Ja. Und sie behalten es ja auch dann bei im Laufe der Serie, ne? Das nimmt dann manchmal verschiedene Shades an. Also Piper wird ja dann später auch noch, ich überlege gerade, ob sie die einzige ist, die Kinder bekommt, aber auf jeden Fall, ne? Die anderen bekommen später, glaube ich, schon. Oder es wird angedeutet dann in den letzten Staffeln. Und es gibt dann auch noch einen Comic, die dann die 9. und 10. Staffel sind. Und da haben wir auf jeden Fall auch noch andere ja. Hauptcharaktere dann auch und andere der Schwestern auch noch Kinder. Genau, und sie behalten das aber, finde ich, auch bei. Ich meine, da kommen dann noch so Subfähigkeiten dazu, dass sich das alles so ein bisschen weiterentwickelt. Ich kann mich erinnern, dass aus diesem Zeitanhalten dann irgendwann auch ein explodieren lassen können wird. Also das kann sie dann auch. Und das war dann, die später dazu kommt, das war dann Paige, die dann beamen konnte auch. Beamen und heilen, glaube ich. Das passte aber auch zu dem Charakter ganz gut. Also du hast vollkommen recht, das passt schon alles und man merkt halt auch, dass es darauf angelegt ist, dass man da möglichst spannende Geschichten immer drumherum erzählen kann, wie das auch ganz gut reinpasst. Und sie verwenden ja auch diese Fähigkeiten dann tatsächlich so, ne? Also Paige hat es nicht mehr geschafft, irgendwie Portwein auf ein Gericht zu machen, dass sie dann aber für ihre Prüfung irgendwie ihrem Chef zu Kosten geben muss und sie entdeckt ihre Fähigkeiten, indem er will sich gerade mit der Gabel das in den Mund legen und sie hält die Zeit an und ist dann so geistesgegenwärtig genug, das gleich zu nutzen. Dann ist erstmal erstaunt, okay, was ist hier passiert? Egal, ich muss da jetzt schnell den Portwein drauf machen, weil dann klappt es ja noch. Richtig, wie man das eben schnell merkt, wenn man so super fähig ist. Ja, absolut. Da muss man sich reagieren. Nee, deswegen, man muss schon, es ist natürlich eine 90er Jahre Fernsehserie, die jetzt nicht darauf aus war, das große Erzählkino zu präsentieren, sondern eben wöchentlich einen immer wieder zum Zuschauen zu geben, mit sehr seichter Kost. Das merkt man natürlich insbesondere, weil an was ich mich auch noch erinnern konnte aus der Kindheit, ich fand schon damals die Effekte immer ein bisschen fragwürdig oder so, ja, okay, man merkt schon, ist nicht so gut, aber der Rest ist irgendwie so unterhaltsam, dass man sich es weiter anguckt, aber schon als Kind habe ich gesehen, das funktioniert alles nicht so, wie es immer will und das hat man hier auch schon in der einen Action-Sequenz, die natürlich sehr weightless, also hat wenig Gewicht sozusagen in den Schlägen und dann auch später ist ein Feuer in diesem Dachboden, der natürlich dann nur so rein projiziert wird. Es hat 90er Jahre CGI auch teilweise. Es gibt auch so eine, wo dann der Bösewicht sich hier sozusagen offenbart, der die ganze Zeit sich quasi versteckt vor den Schwestern, dann jetzt, ich bin der Böse und dann so eine Gesichtsverzerrung hat, die da ganz schlecht am Computer wirklich gemacht wurde, wirklich so mit Paint geführt, so mit einem Deformationstool. Das sieht sehr, sehr schlecht aus. Aber das sind auch die späteren Serien, ich habe auch noch mal kurz reingelesen, die hatten wohl auch viele, viele Jahre lang halt Geldprobleme, obwohl es eigentlich eine recht erfolgreiche Serie war, gab es da immer nicht so viel Geld oder zumindest die Ambitionen von der Serie haben nicht so wirklich zu dem Budget gepasst. Und das hat man eben oft gemerkt. Was natürlich trotzdem dafür spricht, dass trotzdem viele Leute immer dran geblieben sind, dass eben die Geschichten gut genug waren oder zumindest dieses auch Monster oder Story of the Week oder natürlich auch die Beziehungen zwischen den Charakteren eben dann doch so interessant waren, dass man immer wieder eingeschaltet hat. Weil am Ende ist natürlich dieses ganze Hexen und Dämonen und Engel und was auch immer, ist natürlich auch nur Ausrede für halt persönliche Geschichten. Wer mit wem, wo geht's auseinander, wer hat jetzt stirbt, wer hat eine dramatische Geschichte, wer bekommt ein Kind, wer verliert ein Kind. Das ist natürlich da eigentlich ein Grey's Anatomy in Vampire Diaries. Also auch ein Twilight, ne? Das ist alles so ähnliche Konstrukte. Wo man auch gerne jetzt, also ausgenommen von Grey's Anatomy, auch natürlich gerne Übernatürliches nutzt, um am Ende halt eine große Liebesdrama zu erzählen. Wobei, würde ich auch sagen, bei Grey's Anatomy ist das genau das Gleiche, weil wie die Ärztinnen und Ärzte da dargestellt sind, das ist auch, also das hat ja mit der Realität, eigentlich auch Superhelden, das hat mit der Realität auch nichts zu tun. Das sind am Ende auch nicht alltägliche Kräfte, um die herum aber menschliche Geschichten erzählt werden. Das ist auch ein Erfolgsrezept, das echt schon jahrelang funktioniert. Ja. Und es gibt so ein Reward
Podcast für Charmed, an dem auch Originalcharaktere mitmachen. Ich glaube, Holly Mary Combs war dabei und derjenige, der den Leo spielt, glaube ich, Brian Krause, sag ich einfach mal. Brian Krause. Ja, die sind da dabei und reden darüber und auch tatsächlich Shannon Doherty ist in der ersten Folge mit dabei und dann aber jetzt mittlerweile ja gestorben, also in der zweiten Folge dann glaube ich schon nicht mehr. Ist jetzt auch relativ neu tatsächlich. Und da sagen sie auch, es geht nicht um drei Hexen, die auch noch Schwestern sind, sondern es geht um drei Schwestern, die auch noch Hexen sind. So, es geht um die Beziehung. Und ich glaube, das hat viele auch dran gehalten einfach. Ne? Weil es geht halt um Familie, Freundschaft, natürlich auch Liebe und Sex. Und es ist auch eine ziemlich offene Serie. So, ne? Ich glaube, das ist auch nicht, zumindest auch in der Zeit nicht so ein Selbstläufer. Ich habe gelesen, es gab eigentlich auch einen Piloten für Charmed, der nie ausgestrahlt worden ist oder zumindest ein Teil nicht ausgestrahlt worden ist. Er war nur 30 Minuten lang und damals war die Rolle der Phoebe noch mit einer anderen Schauspielerin besetzt, die dann aber danach aus persönlichen Gründen also aus der Rolle raustreten musste. Und ich habe gelesen, dass es wohl daran lag, dass ihre Kirche das nicht so gut fand, dass sie eine Hexe gespielt hat. So. Also das ist auch so ein Thema, da kannst du in Amerika auch daneben liegen. Das stimmt. genau, aber gab es in der Serie jetzt auch viele nicht heterosexuelle Beziehungen? Da kann ich mich zumindest nicht dran erinnern. Ich kann mich auch nicht mehr dran erinnern. Ich glaube nicht. Ja, wir sind immer noch in den 90ern. Ne? Ich glaube, der Erde, dieses Hexenthema ist das, was übel aufstößt. Das stimmt, ja. Ja. Nee, da haben sie dann sozusagen das mit Alyssa Milano neu gedreht, die Teile, und haben noch was dazu geschrieben und haben das dann zusammengeschnitten und das war dann die erste Folge. Weil ich habe mich nämlich auch schon gewundert, dass es keinen Piloten gab, weil das ist ja eigentlich üblich, dass man erstmal mit einem Piloten das antestet und dann sagt, okay, wir geben dem eine Chance, oder war zumindest üblich, so heute anders, heute macht man ja eine riesige Staffel und guckt dann, ob man es um eine zweite verlängert. Genau. Das fand ich auch noch ganz spannend. Also ich muss auch sagen, ich habe das jetzt, als ich die erste Folge geguckt habe, es hat mich wieder, natürlich ist da auch immer eine Menge Nostalgie dabei, aber ich fand das auch angenehm erzählt und das klingt immer blöd, es tut nicht weh, aber das ist für eine alte Serie auch gut, weil manchmal hat man das so, dann guckt man alte Sachen, die man früher gefeiert hat und das tut dann weh. Da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, wo man sagt, ach du Scheiße, wie konnte ich das damals gut finden? Und ich muss sagen, ich fand es jetzt immer noch ganz gut. Also klar, würde man heute vieles anders machen, ist auch gut so, weil sich die Zeit einfach verändert hat, aber ich fand für so Ende der 90er, Jahrtausendwende, die lebt natürlich auch den Vibe, die Kleidung, die Augenbrauen, wie man sich damals geschminkt hat, die Haare, heilige. So, was mir aufgefallen ist, was ich total spannend fand, die wirken auf mich nicht wie, die sind da Mitte 20, 26, 27 glaube ich irgendwie, also jünger als wir heute, und sie wirken auf mich aber nicht so, weil ich habe die in meinem Kopf wahrscheinlich für immer abgespeichert als, die sind älter als ich, weil ich das halt mit, wann wird das gewesen sein, mit 10, 12 gesehen habe. Ja, geguckt und dann sind die immer, wenn die immer in meinem Kopf, werden die immer älter bleiben. Aber ich meine, die haben auch ein riesiges Haus geerbt. Also haben sie auch was wir niemals wahrscheinlich haben werden. Das ist dann auch wieder auch was anderes. Aber ja, das ist schon trotzdem natürlich irgendwie, wenn man sich das nochmal so anschaut, dann wird einem noch ein bisschen Erinnerung aktiviert und irgendwie hat man dann gewisse Vorstellungen, wie es so war. Ich fand es auch nochmal ganz interessant, da nochmal einzutauchen. Auch ich würde es mir, glaube ich, jetzt aber jetzt nicht weiter anschauen, weil ich es für mich schon, man trotzdem merkt, dass es jetzt nicht für mich erzählerisch so stark ist. Man hat die Beziehung zwischen den drei Schwestern gerade, was angedeutet wurde, wie du auch schon gesagt hast, ne, das ist sehr vielversprechend und das ist, funktioniert ja auch, weil man die drei sehr unterschiedlich zeichnet. Die eine halt ein bisschen rebellischer, die andere eher so ein bisschen versucht, das Mütterliche alles zusammenzuhalten, weil es hat irgendwie so Geschichte miteinander, auch so ein bisschen Background, den man noch ein bisschen erfahren will, was war da mit dem Vater los und so. Aber das jetzt wirklich weiterschauen würde, dafür wäre es mir, glaube ich, doch zu bedächtlich, ja. Und da fährt es mich zu für X-Factor-Wipe irgendwie dann halt auch.
Und ich habe auch dann noch mal in die 6. Staffel reingeguckt. Und da ist mir auch wieder aufgefallen, was mir dann, glaube ich, dann wieder nicht so gut gefallen hat, weil da wird es dann, es wird natürlich auch immer größer, es muss immer krasser werden, da kommen immer mehr neue Figuren, dann kommen irgendwelche ältesten Rate, die irgendwelche krassen Prophezeiungen machen wollen. Dann gibt's böse Doppelgänger von den Hauptcharakteren, die ganz, ganz schlimm aussehen, also wie sie dann versuchen, quasi eine böse Doppelgänger-Version von einem Charakter machen, den geben sie einfach so typische, das ist dann Anfang 2000er befinden wir uns dann, und die sehen dann quasi, also kennst du noch, auch in unserer Schulzeit, da gab es ja diese Feuer-T-Shirt, also so T-Shirts oder Hosen mit so Feuer-Symbolen drauf. Also Ed Hardy-mäßig, Tribal Feuer-Style. Ja. Und diesen Style haben die den quasi den Doppelgängern gegeben, also auch mit so Haaren. Hey, sind böse Doppelgänger. Also furchtbar so aussehen. Und das ist ja auch, das ist dann wirklich mega cheesy, dann was da auch dann erzählt wird, und vor allen Dingen, das habe ich dann auch, wo ich ihn wieder gesehen habe, der ist noch nicht in der ersten Folge dabei, aber dann der Mann, oder dann auf der den Vater von Pipers, ist das Leo? Leo. Von Pipers Kind dann ist, oder halt der Freund von Piper und dann glaube ich auch später Ehemann, der quasi dieser Wächter des Lichts ist. Ah, den konnte ich schon als Kind nicht ausstehen, den fand ich mega langweilig. Der ist für mich einfach so ein typischer American Face. Der hat kaum Ecken und Kanten, weil natürlich mein Lieblingscharakter, der dann später kommt, ist dann der Cole, der quasi so ein Teufelsanwalt, der dann aber so ein bisschen gegen seine böse Seite kämpft und dann gut sein will, aber das alles nicht so funktioniert, und dann ist der Cole mit der Phoebe zusammen, und die haben, zumindest auch in meinem Kopf, hatten die immer die interessanteste Beziehung, weil er natürlich so als Halbdämon, weil eigentlich ist sein Name auch Balthasar, also irgendwie auch so teuflische Züge in sich, aber er kämpft dann irgendwie gegen seine eigene Natur so ein bisschen an, wird dann aber doch irgendwie korrumpiert, aber die hatten eine ganz interessante Beziehung mit der Phoebe, das war immer so mein Lieblings-Story-Arc, zumindest ist mir der auch direkt wieder eingefallen, deswegen würde ich sagen, weil er da am präsentesten in meinem Kopf ist, war der auch der Beste, ohne das jetzt nochmal nachgeschaut zu haben, aber ja, der ist ja dieser Cole, der ist dann auch nicht so lange, also der ist, glaube ich, dann für eine Staffel sehr präsent, und dann wird er auch gekickt, mehr oder weniger, aus der Serie. Ich glaube, er stirbt dann auch. Aber dieser Leo, der ist dann halt irgendwie für die gesamte restliche Serie dabei, und den fand ich immer am uncoolsten. Dafür, dass er so viel Screentime hatte, konnte ich nicht so viel anfangen. Hattest du noch irgendwelche Lieblingscharaktere, die du im Kopf hattest, wo du jetzt die Serie nochmal gesehen hast? Nee, der Cole war schon ganz cool, weil der auch so ein, der hatte auch immer so durchtriebenes Gesicht. Und der hat dann auch später noch irgendwas gespielt, was mir ziemlich gut gefallen hat, aber ich weiß es leider jetzt. Nee. War diesen Schönheitschirurgen? Doch, das kann sein. Ja. Nip-Tuck heißt es, glaube ich. Da hat er auch, also das ist, glaube ich, mit einer der besten Schauspieler, die sie halt hatten. Mhm. Und war wohl auch irgendwie auch nur geplant für ein paar wenige Rollen, aber es hat halt so gut funktioniert, auch im Zusammenspiel mit der Alyssa Milano, dass sie gesagt haben, wir machen daraus einen richtigen Love-Plot für die beiden. Kann ich auch verstehen, weil die haben wirklich sehr gut miteinander funktioniert. Ich würde jetzt auch immer schätzen, das ist auch in den Fandom, ist das auch ein Favorite. Ohne jetzt genau zu wissen, ich würde einfach mal abschätzen. Weil kann sein. Spannend fand ich, wie jetzt zumindest so in der ersten Folge, es taucht auch wirklich nur ein Typus Mann auf. Es ist exakt ein Typus, die sehen eigentlich alle gleich aus. Es ist so, es kann natürlich auch in den 90ern liegen, dass man jetzt halt auch auf diesen Style so schaut, aber es ist so, ja. Es kommt ja noch einer auch tatsächlich auch von Grey's Anatomy, der auch einen Arzt spielt, das ist ja auch noch ein Love Interest. Ist auch noch dabei. Der ist, glaube ich, ein bisschen anders, weil der ist so ein bisschen bulliger vom Typ her. Ich weiß nicht, wie er dann damals in der Serie aussah. Aber so vom Look her würde er eigentlich auch wieder reinpassen. Deswegen, ja, da muss man sagen, ich glaube, da hat es schon eine sehr, auch ja, die Halliwell-Schwestern sind ja auch sich vom Typ her alle sehr ähnlich, auch optisch vergleichbar. Also man hat das Gefühl, man hat jetzt schon sehr ein Typ Frau, ein Typ Mann, die sie miteinander zu tun haben. Aber es hat ja funktioniert. Und es war ja dann auch mal ein riesiges Hin und Her, wer mit wem. Also es war dann auch trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ja. Weißt du, wenn ich dann später mochte, der hat dann da dort eine sehr junge Hexe gespielt, die auch so ein bisschen gefühlsgeleitet und unerfahren war. Die Billie Jenkins, Kelly Cuoco, die dann später eine Hauptrolle in Big Bang Theory hat. Also genau. Noch bevor sie sehr berühmt war, hat sie da quasi, Oder das war ihre erste große Rolle, glaube ich, war da. Ich habe leider vergessen, wie hieß sie denn nochmal in Big Bang Theory? Penny. Ja. Und also es ist schon eine wichtige Serie gewesen, so. Kann man nicht anders sagen. Aber weißt du noch, warum was dir damals so gefallen hat, als Kind?
Tja. Ja, gut, dann irgendwie die Geschichten, die Charaktere? Ich hab schon immer einen Hang zu diesem Gruselzeug. Also, es war ja nicht wirklich gruselig, ne? Das muss man auch dazu sagen. Es ist jetzt nicht, man saß jetzt nicht davor und gedacht, oh, aber es war so Light Horror irgendwie und dazu aber dann trotzdem das Gute gegen das Böse. Und am Ende, dann lehne ich mich weit aus dem Fenster, Supernatural war dann nicht viel anders danach. Also natürlich mit ein bisschen anderem Plot, aber auch das bisschen fortgesetzt. Ne? Natürlich weniger Alltagslebensgeschichten und so weiter, aber schon auch so in die Richtung. Und ich glaube, das hat sich miteinander abgelöst dann. Ne? Nachdem Charmed dann nicht mehr cool war, hab ich dann Supernatural geschaut. So. Genau, also ich glaube schon, dass, also erstens fand ich das immer schon interessant. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, dass das meinen Geschmack ein bisschen beeinflusst hat. Ne? Also ich habe das wirklich gerne geguckt, muss ich sagen. Ja. Ist auch noch sehr faszinierend. Ja? Nee, sag du. Ich hatte nur auch so, ne, wie diese Hexen auch dargestellt werden, durch welche Tools. Das ist auch so ganz, ganz klischeehaft auch eigentlich, ne, was man also kennt von Katzen, Zauberkesseln, ja, dieses komplett. Buch, dass es so ein dunkles, magisches Buch gibt. Das gibt es ja irgendwie auch in sämtlichen Varianten, in sämtlichen Franchises von Marvel, wo es das Darkhold heißt. Oder jetzt, wir hatten jetzt Sam Raimi vor kurzem mit Evil Dead zum Beispiel auch. Das ist ja auch das Necronomicon. Also ihr wisst, das Buch halt in Evil Dead. Ja. Das ist halt auch immer, ich auch mal sehr faszinierend, wie sich so auch so ein Gegenstand irgendwie manifestiert, als irgendwie das braucht jeder Hexen- oder Okkultenplot braucht irgendwie so ein magisches Buch. Meistens ist es auch irgendwie verboten, wo man nicht reingucken darf, weil das so mächtig ist, quasi, wenn das schon ausspricht, wird was aktiviert. Na, bei Supernatural gibt es ja dann auch lange Zeit das Tagebuch von ihrem Vater. So. Na, das ist auch ganz, immer ganz interessant, wie man immer wieder auf die gleichen auch Gegenstände zurückgreift, um überliefertes das darzustellen. Das wird selbst, wenn eine Serie jetzt halt 2024 spielt, dann ist es immer noch das dunkle Buch, dann ist es eben nicht das verbotene Smartphone, wo irgendwie Sachen draufstehen, könnte man ja auch aktualisieren, das würde irgendwie gar nicht passen, weil es muss schon so ein physisches Buch sein, wo man rein, oder das magische E-Book oder so, das wäre ja totaler Quatsch. Du willst natürlich so ein fettes, 8 Kilo schwere Riesenbuch haben. Natürlich, ohne macht es ja auch keinen Spaß. Ja. Ja, ich glaube halt auch, also was mein Problem ist, weil du auch schon sagst, so weitergucken, weiß nicht, ich glaube auch die, unsere Sehgewohnheiten haben sich halt auch verändert. Ne? Man schafft das ja auch gar nicht mehr, oder ich schaffe das ja auch gar nicht mehr, das aufzuholen. Wie soll denn das gehen? Ne? Wenn du jetzt so 176 Folgen, 40 Minuten, rechne das mal hoch, wie lange du da beschäftigt bist. Selbst wenn du davon 2-3 Folgen am Tag schaffst, das dauert ja ewig. Ja, so. Musst du dir halt vornehmen. Und, ne? Und so war es ja auch nie gedacht. Ne? Das ist ja auch nicht zum Bingen, deswegen ist es ja auch so ein langsamer Pace. Du solltest das ja quasi einmal die Woche zu einem bestimmten Zeitpunkt im Fernsehen schauen. Dafür war es gedacht. Und auch selbst wenn du 2 Folgen verpasst hast aus irgendwelchen Gründen, kommst du wieder rein. Wie schon gesagt, ne, ich habe angefangen irgendwann in Staffel 4 wahrscheinlich oder so und es hat mich trotzdem abgeholt und trotzdem funktioniert. Das ist natürlich heute anders. Heute machst du ja, Serien anders. Das stimmt. Und auch sehr, ich weiß gar nicht, gab es da jemals auch ein Crossover mit Sabrina? Oh. Mit der Real. Weil das hätte ja nicht. Vom Thema her hätte ich angeboten. Nicht. Natürlich, natürlich, ja, aber andere Welt. Andere Welt. Sabrina hat ja ein eigenes Universum, weißt du? Da werden ja auch diverse, da ist ja auch, ne, Riverdale, ist das nicht? Du meinst in dem Netflix, ja. Ja. Da ist das schon Riverdale. Aber ist es nicht in der 90er Jahre Real-Sabrina-Verfilmung, ist es nicht auch Los Angeles, San Francisco, wo das spielt? Das weiß ich nicht. Oder irgendwie so im Kopf aus. Kann auch sein, dass es falsch ist. Hat damals San Francisco eigentlich irgendwie ganz besonders günstige Konditionen geboten? Ich habe gerade auch sagen, ja, so Full House zum Beispiel. Ja. Ja, müsste man mal nachgucken. Kann natürlich sein. Ja. Es gab aber dann jetzt letztens ein Reboot oder Remake, kann man sagen. Ich habe allerdings nicht reingeschaut, das wollte ich jetzt auch nicht. Ich würde jetzt auch den Rahmen sprengen. 2018, glaube ich, für 4 Staffeln lief das irgendwie. Und The CW hat das produziert, der Fernsehsender des Network, das auch Supernatural produziert hat, ja. Ja. Ja, aber wurde sich vielleicht dann nochmal, da gab es schon einen Reboot, der lief, glaube ich, auch jetzt nicht so erfolgreich. Weil das, glaube ich, auch so ein bisschen wirklich dieses Prinzip, wie das auch aufgebaut ist, müsste es sehr stark, glaube ich, verändern, damit es für heutige Sehgewohnheiten und auch narrativen Strukturen, wie man sich dran gewöhnt hat, müsste schon sehr krass abgeändert werden. Da könntest du jetzt nicht mehr dieses Of the Week, Monster of the Week oder halt irgendwie die Love Plot of the Week irgendwie machen. Ja, also ich glaube, sie haben das versucht und ich meine, 4 Staffeln ist jetzt auch nicht super unerfolgreich. Das stimmt, aber man merkt schon, dass dem Grenzen gesetzt sind, natürlich. Ne? Ich
also wir leben ja aber trotzdem in einer Zeit von den unendlichen Möglichkeiten des Reboots und der Nostalgie. Also wer weiß, vielleicht sitzt jetzt ein findiger Marketingmann gerade da irgendwie oder Producer oder Frau und sagt so, ey, wenn wir das mit Charmed nochmal richtig anfassen bei Netflix und machen dann und machen da draus dann so eine richtige, weiß nicht, achteilige, große Serie mit zusammenhängender Geschichte, wo du dann ganz viel kennst du mit reinstreust, das kann gut funktionieren. Vielleicht erwartet dann, uns da ja noch was, kann natürlich sein. Oder dann auch mit Riverdale und Sabrina noch zusammen alles, ne? Ein großes Universum. Ich meine, Hexenuniversum. Wir kommen ja da auch, also wir gehen ja die Jahrzehnte durch. Ist ja so viel schon gerebootet und geremaked worden aus den 80ern beispielsweise. Die 90er und 2000er werden kommen. Da frage ich mich auch, ob dann halt auch diese aus den 90ern auch diese Sitcoms, diese klassischen, auch wiederkommen würden. Aber das ist auch gefühlt, existiert das auch nicht mehr. Na, so Full House haben sie ja, glaube ich, haben sie ja einmal genau, versucht. Genau, aber das war jetzt, ja genau, versucht, aber hat auch nicht geklappt. Also irgendwie diese klassischen Sitcoms gibt es auch echt selten. Du hast dann diesen Comedy, hast so viel auf Animationsserien umgemünzt. Da gibt es dann relativ viel, aber so nach dem Sitcom-Format, auch so Familie, auch dieses, das ist wahrscheinlich auch wirklich aus der Zeit gefallen, dieses heile Welt, großes Haus, da denken sich halt viele Zuschauer, what the fuck, das werde ich niemals haben, weder diese Riesenfamilie noch dieses Haus. Sein, ja. Das ist einfach nicht mehr meine Lebensrealität. Das ist auch immer ganz spannend zu sehen, ne? Das würde man wahrscheinlich heute, würden die alle in einer überteuerten New Yorker Wohnung in irgendwie 30 Quadratmeter Apartment irgendwie leben für $5,000 Miete. Das wäre wahrscheinlich auch ein bisschen anders. Aber wäre vielleicht auch dann spannend. Dann wäre es ein bisschen gritty und so. Ja. Versuchen irgendwie auf der Straße zu überleben. Ich glaube halt, die Sitcoms sind halt in der Größe, wie du schon sagst, abgelöst worden. Die waren ein Phänomen. Und die sind ja nicht ersatzlos gestrichen. Ne? Wenn du dann solche Serien wie Grace and Frankie, die ja sehr erfolgreich laufen, das ist zwar keine Sitcom, aber am Ende so ein Vibe von Vibes kommt, und, ne? Und ja. Muster davon sind, glaube ich, auf jeden Fall erhalten. So. Ich meine, du hast natürlich kein Publikum mehr, das klatscht, und keine Bühnenatmosphäre mehr, weil es auch alles hochglanziger zum Glück. Aber das hat schon so Vibes, finde ich. Das stimmt. Deswegen wäre es interessant, wie so ein Charme dann halt 2024, 2025 aussehen würde. Wenn man es aktualisiert, da würde man, ich könnte mir vorstellen, auf jeden Fall das Haus rausnimmt, weil das ist dann vielleicht dann doch auch zu klassisch wirkt. Da sind die dann vielleicht so ein bisschen urbaner unterwegs noch. Aber ja, aber an sich ist es trotzdem nochmal so interessant, so eine Reise in die Vergangenheit und wie man halt früher Fernsehen auch gemacht hat, wie entschleunigt, das hat eben auch, weil es doch sehr ruhig dreht und im Prinzip, es passiert natürlich was in den 40 Minuten, ja, wird einem in sich viel erzählt, aber irgendwie vom Erzähltempo her dann doch auch ganz, ganz gemächlich, das Ganze. Und dann auch so mit einem ganz lockeren Cliffhanger, auch, also ist nicht mehr richtiger Cliffhanger, aber so, es geht weiter. Ja. Oder jetzt quasi angekündigt, jetzt haben sie ihre Fähigkeiten, mal gucken, was draus wird, aber jetzt auch nicht irgendwie, da kündigt sich schon irgendwie ein großer Oberbösewicht irgendwie am Ende an, der irgendwie im Hintergrund seine Pläne schmiedet. Das passiert eben nicht. Deswegen ganz, ganz nett so, aber ist, glaube ich, auch nichts, wo ich gespannt nochmal unbedingt die nächsten Folgen gucken müsste. Ich kann mir vorstellen, dass es was Gutes ist, wenn es dann irgendwann draußen, die Nächte werden ja schon wieder länger, so, wenn es dann irgendwann wieder in die dunkle Jahreszeit geht, niemand mehr rausgeht, weil alle sagen, boah, der Sommer war lang genug, wir waren lange genug draußen, also Oktober oder so, kann ich mir gut vorstellen, dass das so eine Serie ist, man sagt so, oh, komm, lass uns die Zeit mal totschlagen drinnen. Dafür ist das, glaube ich, dann ganz cozy. Und es passt natürlich auch an sich, also ist dieses ganze Thema, ne, von Hexen und Okkultem, das ist natürlich schon auch sehr präsent und ist ja, das jetzt auch vor ein paar Tagen ist jetzt auch der erste Trailer zu einer neuen Marvel-Serie auch erschienen. Denn bei der ersten, allerersten Marvel-Serie, da wurde auch eine neue Figur eingeführt in WandaVision. Da wurde Agatha Harkness eingeführt. Das ist halt so eine der Hexen im Marvel-Universum, die auch so zwischen gut und böse oder neutral sich hin und her bewegt, auch je nach Interpretation. Und die bekommt halt jetzt eine eigene Serie, Agatha All Along. Und da ist jetzt auch ein erster Trailer erschienen und der geht halt auch genau in diese Richtung von Hexen. Und das ist so ein bisschen das Charmed Marvel Universum. Deswegen da auch ganz spannend zu sehen, dass auch gerade, und das ist auch wieder so ganz klassische Bücher, Katzen, alte Häuser, Gruselgeschichten. Ist aber ein bisschen düsterer, kleines bisschen düsterer, wie jetzt Charmed. Also da gibt es dann auch so wiederbelebte Toten und so, die dann auch ein bisschen gruselig aussehen. Also zumindest wer jetzt Bock, zumindest nach Charmed auf eine modernere Interpretation von Hexen hat, für den ist vielleicht dann Agatha was. Sieht zumindest ganz, ganz interessant aus. Vielleicht ist es nicht, die Marvel-Serien sind ja manchmal ganz furchtbar und manchmal so ganz nett. Vielleicht geht das eher in diese ganz nette Richtung. Vielleicht sprechen wir dann ja mal drüber. Vielleicht gucken wir uns das mal an. Kann man ja mal sprechen, ja.
Ja, damit haben wir mal über Charmed gesprochen, eine Serie, die, ja. die ich leider schon viel zu lange vergessen habe, aber jetzt ist sie ja wieder da. Sehr schön. Gut, dann ja. Hören wir uns nächste Woche wieder. Würde ich auch sagen. Haben wir auch schon ein Filmchen. Ja. Und wenn nichts dazwischen kommt, dann werden wir dem besprechen. Müssen ins Kino gehen noch dafür, ne? Nee, für den nicht. Wir hatten noch einen anderen Film, den wollten wir nachgucken. Aber es gibt auch noch Kinofilme, da haben wir uns auch schon ein paar rausgesucht, die auch ein bisschen in die Gruselrichtung gehen oder spannungsreich. Sind wir auch vorbereitet. Es geht irgendwie auch schon ein bisschen Horrorsaison. Irgendwie verfrüht los. Aber mal schauen. Schaltet auf jeden Fall ein, wenn es darum geht. Dann bis nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao.